egal wer du bist, wenn du auf der Bühne stehst, lernst du, dass du auf andere Leute angewiesen bist. Auch wenn du im Mittelpunkt stehst, kannst du im Mittelpunkt stehen, wie du willst. Wenn die Leute um dich herum dich nicht unterstützen, bist du wirklich alleine. Oder wenn du den Tontechniker anschreist, kann das sein, dass er dich weniger unterstützt. Mhm. Es ist wirklich eine Zusammenarbeit und ein gegenseitiger Respekt und eine gegenseitige Empathie. Wir lernen, also jedes Theaterstück, jedes Musical, jedes Konzert hat Dissonanzen. Und aus diesen Dissonanzen entstehen Harmonien. Mhm. Und es ist nachgewiesen, dass es einen Energieaustausch gibt zwischen Publikum und Bühne oder Publikum und Musikern, dass alle Herzen anfangen gleichzeitig zu schlagen. Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel und zu einer neuen Folge des Kulturtalks im Union Square. Wir haben mittlerweile die 18. Staffel und ich freue mich ganz besonders über die Gäste in dieser Reihe und heute sehr besonders über Suzanne Duvalubi. Hallo. Hi. Du bist geboren 1965 in New York City, Musical-Darstellerin, Coach, Regisseurin und du bist nicht Barbara Streisand. Ich bin nicht Barbara Streisand. Okay, das kommen wir später noch drauf zu sprechen, aber da haben wir das schon mal vorab geklärt. Suzanne, da muss ich natürlich an Leonard Cohen denken. War das bei der Namensgebung irgendwie relevant? Nein, ich wurde nach einer kleinen französischen Boutique in New York City genannt. Okay, also fangen wir ganz vorne mal an. Du bist in New York City geboren, Musical-Darstellerin geworden. Das klingt fast schon so ein bisschen wie ein Klischee. Bereits in jungen Jahren hattest du deine ersten Auftritte. Wie kam es dazu und war das freiwillig? Es war selbstverständlich wie Zähneputzen. Meine Eltern waren beide Opernsänger. Mhm. In den USA macht man nicht so den Unterschied zwischen Oper und Musical. Sie haben auch Musicals gespielt. Mein Vater wurde für eine Rolle besetzt in dem Musical South Pacific. Es gab auch eine Rolle, seine Tochter. Ich war natürlich dafür prädestiniert und habe mich sehr gefreut über die Gelegenheit, auf der Bühne zu stehen zum ersten Mal. Mhm. Du hast gerade gesagt, ihr macht da so keinen großen Unterschied. Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also es war völlig okay für deine Eltern, dass du dann später in den Musical-Bereich gegangen bist? Oder hat man da doch irgendwie die Nase gerümpft so ein bisschen? Oder... Nein, dadurch, dass die beide Opernsänger waren, wussten sie ganz genau, was der Beruf bedeutet, welche Schwierigkeiten dazu gehören. Mhm. Und die haben mich absolut unterstützt. Mhm, ja. Gehört da tatsächlich einiges dazu, kommen wir später noch bei der Ausbildung dazu. Genau, du hast eine umfassende Ausbildung gemacht im Bereich Tanz, Gesang und das überwiegend in den USA. Deine Eltern waren Opernsänger. Wann hast du diese Leidenschaft für Musicals entdeckt? Wie gesagt, das war wie Zähneputzen. Also wobei, wie leidenschaftlich ist man, wenn man sich die Zähne putzt? ich bin einfach mit Musical und mit Musik, mit Opern groß geworden. Das war einfach für mich selbstverständlich. Also kurze Antwort, mit der Muttermilch. Mit der Muttermilch. Ja, okay. Hätte ja auch sein können, dass du dich dann vielleicht doch Richtung Oper orientierst oder vielleicht sogar in die Popmusik gehst oder so. Aber vielleicht war es dieses diese verschiedenen Aspekte von Musicals, also Tanz, Schauspiel, richtig, was dich auch ein bisschen interessiert hat. Richtig. Also Musicals sind so vielfältig. Es gibt sehr klassische Musicals und eher poppige Musicals und traditionelle Musicals mit viel Tanz, mit wenig Tanz, mit also alle Aspekte Schauspiel. Mhm. Ja, also die Ausbildung war umfassend. Das kann man gar nicht alles erklären. Was war für dich am prägendsten? Tanz insofern, dass ich mit 13 aufgehört habe,
tanzen zu wollen als Hauptberuf. Ich war früher Tänzerin, bevor ich Sängerin geworden bin, mhm. und habe viel mehr also im Chor getanzt, also in dem Ensemble getanzt, viel mehr gefeatured, als Tänzerin gefeatured wurde. Und irgendwann ab 13, 14 habe ich die Stimme entdeckt für mich und langsam in den 10 Jahren weniger getanzt und mehr gesungen. Also es gibt verschiedene Disziplinen in dem Musical-Bereich. Es gibt singende Tänzer, mhm. und tänzende Sänger. Ja. Ich war zuerst Tänzerin und dann singende Tänzerin und dann tanzende Sängerin und dann Sängerin. Und dann, okay, also tanze halt gar nicht mehr, oder? Doch, okay. Doch. Ja, also wie gesagt, deine Biografie ist wirklich sehr umfassend. Da kann man sich auf deiner Homepage mal informieren, wenn man da genauer hinschauen möchte. Du hast in unzähligen Produktionen auch mitgewirkt und auch in sehr bekannten Stücken wie die West Side Story von Leonard Bernstein, Cats, Chorus Line, 42nd Street und Yentl. Wann hast du dir den Vergleich mit Barbara Streisand erworben? Noch vor Yentl. Es hieß immer, oh, du singst wie Streisand, wie toll, du bist so quirlig wie Streisand. Mhm. Wobei Yentl ist ein Theaterstück, mhm. da singt man gar nicht. Mhm. Also die Streisand hat das als Film, genau, als Musicalproduktion. Mhm. Wieder der Wünsche des Schriftstellers. Mhm. Und du gehst damit auch immer so ein bisschen ironisch um? Also irgendwie hat es dir nicht gefallen, oder? Also als ich 7 war, haben meine Eltern mir eine Aufnahme von Streisand geschenkt, ja. zu Weihnachten. Ich fand sie toll. Und sie war immer eine Person, die ich sehr als Vorbild gesehen habe. Aber trotzdem wollte ich, also wie sie selbst ist ihre eigene Person, mhm. Wollte ich auch meine eigene Person sein. Mhm. Von daher vergleiche ich mich mit ihr, aber ich unterscheide mich von ihr. Okay. New York City, in den USA warst du ganz viel unterwegs, mhm. bist halt auch geboren, klar. Wie bist du in Saarbrücken gelandet? Also, ich war in New York City, habe für 2 Musicals vorgesungen, für Europa-Tourneen. Das eine war ein Musical Review, so ein Kabarett. Und das andere war das Musical Hair. Mhm. Ich habe beide Jobs bekommen und musste entscheiden, was machst du jetzt? Eher ein Kabarett oder machst du eher Hair? Und ich dachte, Hair ist bestimmt abenteuerlicher. Ich habe mich für Hair entschieden. Der Vertrag lief über 4 Monate in Europa, also überall. Und am Ende der 4 Monate wurde mein Vertrag verlängert auf 6 Monate. Und während der Zeit habe ich meinen, sagen wir, zukünftigen Ex-Mann kennengelernt. Okay. Zukünftiger Mann? Jetzt. Der jetzt Ex-Mann, genau. Okay. Der hier aus dem Saarland kommt. Ja. Okay. Und da bist du auch hier geblieben. Was hat Saarbrücken, genau. was New York City nicht hat? Das ist eine schwere Frage, oder? Oder fällt dir da direkt was ein? Das ist eine sehr schwere Frage zu beantworten. Saarbrücken oder Deutschland überhaupt hat ein Alter. Mhm. Wenn man die Welt so als, also, ja, die verschiedenen Kontinenten oder verschiedenen Länder als Personen sieht, ist Asien oder China uralt. Und die USA ist ein Teenager in der Pubertät. Mhm. Sehr unberechenbar. Mhm. Europa ist eingesessen, so im mittleren, sagen wir Mitte 40, Mitte 50, sehr eingesessen, sehr entspannt. Mhm. Und das gefällt mir. Mhm. Okay. Bei deinen Produktionen, wie gesagt, wir haben eben gesagt, ganz viele hast du schon gemacht. Gibt es da eigentlich so eine Art Lieblingsproduktion, die du gemacht hast oder irgendwas, wo du den größten Erfolg gehabt hast? Ja, es gibt 2 Produktionen, bei denen ich Auszeichnungen bekommen habe. Das erste war
Sunday in the Park with George. Mhm. Vielleicht kennst du das Gemälde, einen Sonntagnachmittag auf der Insel La Grande Jatte, von Georges Seurat. Mhm. Ein wunderschönes Gemälde. Er hat wenige Farben benutzt, er hat sie aber mit Punkten, also das Gemälde mit Punkten gemalt. Zum Beispiel, es gibt eine berühmte Blume auf einem Hut. Er hat nur Blau und Rot benutzt, aber von einer bestimmten Entfernung sieht das Auge, mischt das Auge die zwei Farben, man sieht lila. Mhm. Und das ganze Bild, das ganze Gemälde ist so gemalt. Und Stephen Sondheim hat dieses Gemälde gesehen und hat gesagt, diese Personen in diesem Gemälde sind, sie sehen irgendwie sauer aus. Es gibt irgendeine eine Geschichte, der ist bestimmt sauer auf sie und sie hat irgendwas mit dem, weil sie so komisch in die Richtung guckt. Er hat ein ganzes Musical daraus geschrieben. Ein großartiges Werk über Kunst. Mhm. Und wie wichtig Kunst ist. Mhm. Und ich hatte die Ehre, diese Rolle zu spielen. Die Rolle der Liebhaberin von dem Künstler. Die komisch geguckt hat, oder? Alle von dem Künstler, okay. Genau, von Georges Seurat. Ja, genau. Okay. Und seine Liebhaberin sieht man überall in dem Gemälde. Mhm. Es ist ein ganz tolles Werk. Und wie gesagt, ich hatte die Ehre, diese Rolle zu spielen. Und das andere war Funny Girl. Mhm. Die Rolle, die Barbra Streisand berühmt gemacht hat. Mhm. Das war ihr drittes und letztes Musical on Broadway. Und ich durfte die Rolle auch spielen und habe dafür eine Auszeichnung bekommen. Du hast in einem Vorgespräch was Interessantes gesagt. Da hatten wir uns kurz über Cats unterhalten. Und da hast du das als Big Mac Musical bezeichnet. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass solche Produktionen, die sind sogenannte Franchise-Produktionen, überall auf der Welt werden sie quasi nachproduziert. Das heißt, ob du Cats on Broadway siehst oder in London oder in Sydney oder Tokio oder Hamburg oder Wien oder egal wo, siehst du mehr oder weniger die gleiche Produktion, wie ein Big Mac überall auf der Welt gleich aussieht und gleich schmeckt. Dass die Choreografie immer die gleiche ist, das Bühnenbild ist das Gleiche, die Kostüme. Mhm. Ja. Was ja sicherlich auch einen Sinn hat. Ich meine, es war ja erfolgreich. Man versucht natürlich damit den Erfolg woanders zu erreichen. Aber du sagst, irgendwie könnte es auch anders sein. Es kann auch anders sein, weil als Darsteller willst du deine eigene Version einer Figur entwickeln. Mhm. Und du willst auch vielleicht eine Rolle spielen, die du gut spielen könntest, aber die Originalbesetzung war vielleicht anders. Zum Beispiel mit Funny Girl. Ich bin nicht Barbra Streisand. Mhm. Aber ich durfte die Rolle spielen, weil ich meine eigene Version, also der Regisseur hat gesehen, die hat eine eigene Version, die sie anbieten kann. Weil, also Barbra Streisand will man nicht nachspielen. Mhm. Aber bei diesen Produktionen wird es erwartet, dass du genau die gleiche Größe hast wie die Originaldarstellerin, dass du genau klingst wie die Originaldarstellerin. Das ist als Künstler sehr einengend. Mhm. Muss man dann auch wollen. Ne? Ja. Du hast eben gesagt, du bist heute eher Sängerin, spielst auch in Bands oder hast musikalische Projekte? Ich habe ganz viele musikalische Projekte. Ja. Ich singe in einem Duo. Ich habe ein paar Pianisten, mit denen ich arbeite. Mhm. Achim Schneider, Matthias Ernst, Manuel Krass. Drei ganz tolle Pianisten. Mhm. Patrick Busch ist ein fantastischer klassischer Pianist. Und mit diesen Musikern habe ich Duoprogramme. Ich arbeite auch mit Schlagzeugern und Bassisten. Wir können immer jedes Projekt ein bisschen ausbauen, je nachdem. Ja. Was hältst du eigentlich so von Musicals, die sich so auf Bands beziehen wie Queen oder ABBA? Wäre das was für dich? Oder sagst du vielleicht eher,
wenn über eine Band ein Musical gemacht hat, ist, wird sie vielleicht auch irgendwie begraben oder findest du es gut? Ja, das sind sogenannte Jukebox-Musicals. Okay, ja. Ganz früher, also in den, also Anfang des 20. Jahrhunderts, gab es fast nur Jukebox-Musicals. Die Gershwins oder Cole Porter oder Sigmund Romberg, oder die haben Lieder geschrieben. Und diese Lieder wurden in verschiedenen Musicals quasi eingebaut, weil sie in etwa das dargestellt haben, was in dem Moment als Emotion ja, zu transportieren war. Es war erst später, ich will sagen, später. Auf jeden Fall, Showboat war das erste Mal, wo der Komponist die Lieder extra für das Musical geschrieben hat. Mhm. Ja, was halte ich von Mamma Mia oder von We Will Rock You oder Ich war noch niemals in New York. Mhm. Das ist, finde ich, eine schöne Art und Weise, Leute ins Theater zu bringen, die vielleicht nicht gekommen wären als erstes Musical, weil sie die Lieder schon kennen. Und vielleicht, wenn man einmal ja, so ein Musical erlebt hat, hat man, ja, kommt man auf den Geschmack. Mhm. Und vielleicht will man das Musical sehen oder das oder das oder das. Wenn du eine Empfehlung für unsere Zuschauer hättest, zum Einstieg, welches Musical würdest du empfehlen? Das ist eine gute Frage. Hat dir noch nie jemand gestellt? Nein. Vielleicht. Ja, vielleicht tatsächlich etwas wie Mamma Mia, weil die Geschichte relativ leicht ist, ja, gut verdaulich. Mhm. Ich würde auf keinen Fall sowas wie Sunday in the Park with George als erstes Musical anschauen, weil die Geschichte extrem verwickelt ist. Die Musik ist sehr, sagen wir, es sind viele Töne und viele Dissonanzen und man geht nicht summend heraus aus dem Musical. Man soll schon ein bisschen summend aus den ersten, so sagen wir, 4 oder 5 Musicals rausgehen. Okay, also Mamma Mia läuft aktuell mit Sicherheit in Hamburg. Ich weiß es gar nicht. Kann man nachschauen. We Will Rock You läuft gerade in Köln, glaube ich. In Köln, ja. Okay. Seit vielen, vielen Jahren gibst du dein profundes Wissen über Musicals auch weiter, und zwar in der Musical AG des Gymnasiums am Schloss. Das Schloss hat einen Schwerpunkt Musik, glaube ich. Richtig, genau. Und ja, welche Erfahrungen hast du da mit den Schülern gemacht? Ich habe großartige Erfahrungen gemacht. Alles, was ich in meiner Jugend an soziales Wissen und Verhalten und Empathie gelernt habe, also in der Zeit gelernt habe, war mir nicht so bewusst, bis ich angefangen habe, mit Jugendlichen Theater zu machen. Mhm. Und zwar habe ich gemerkt, dass die Schüler sich selbst finden in Musicals. Vor ein paar Jahren haben wir das Musical Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat gespielt. Das ist auch von Andrew Lloyd Webber. Das war sein erstes Musical. Bevor er Jesus Christ Superstar geschrieben hat, hat er dieses Musical geschrieben. Wir proben das ganze Schuljahr über. Montags musikalisch, samstags mit Choreografien und Inszenierung. Und am Ende des Schuljahres haben wir eine Probenwoche und spielen eine ganze Woche. Und bevor die Probenwoche anfängt, gibt es einen Tag, an dem wir alles aufbauen. Mhm. Ich habe ein Bühnenbildteam bestehend aus Eltern und ein Kostümteam bestehend aus Eltern und Schülern. Also beide Teams sind gemischt, Eltern, Schüler. Und ein Tontechnik- und Lichttechnik-Team nur aus Schülern bestehend. Und an diesem Tag kommen alle zusammen, bauen alles auf. Und das ist immer ein wunderschöner Tag, wo alle zusammenarbeiten. Und nach diesem
Aufbautag bin ich über den St. Johanner Markt gelaufen. Es war gerade WM, EM, irgendein M. Ich weiß nicht. Irgendein M. Und die Leute haben draußen, es war ein wunderschönes Wetter, die Leute haben draußen gesessen in ihren Kneipen mit den großen Bildschirmen, in ihren Fraktionen. Und die haben ja geschrien, ah, du Idiot, ah, weiter links, bist du blind, oh, geh hin. Und ich dachte, oh nein, was wäre, wenn ein Musical-Publikum sich so verhalten würde? Mhm. Wie schade, dass die Leute so gespalten sind, wenn es um diese Mannschaften geht. Und ich habe überlegt, ja, was wäre, wenn der Posaunist in der Band einen falschen Ton spielt, da steht einer auf, ach, nimm doch Unterricht. Oder wenn der Verfolger so ein bisschen zu weit rechts anstrahlt und einer steht auf, hey, weiter links, bist du, ja. Und dann habe ich überlegt, wow, das, was wir machen, also wenn du nichts gegen Sport, verstehe mich bitte nicht falsch, aber wenn du dich für eine Mannschaft entscheidest, willst du, dass deine Mannschaft gewinnt und dass die andere Mannschaft vernichtet wird, verliert. Mhm. Und die Hälfte des Publikums geht jubelnd nach Hause, die andere Hälfte am Boden zerstört. Mhm. Bei unseren Projekten haben wir 9 verschiedene Mannschaften. Wir haben die Leute, die vorne stehen, die an der Kasse stehen, Getränke, Karten verkaufen. Wir haben die Mannschaft, die das Bühnenbild gebaut hat, die Mannschaft, die die Kostüme gemacht hat, die Tontechniker, die Lichttechniker. Wir haben die Leute, die hinter der Bühne arbeiten. Wir haben die Band, wir haben die Darsteller und wir haben das Publikum. Und jede Mannschaft hat eine eigene Aufgabe. Aber ohne eine der 9 Mannschaften funktioniert die Produktion nicht. Und am Ende des Abends haben alle ein gemeinsames Ziel erreicht. Und dadurch habe ich festgestellt in diesen 18 Jahren, man lernt so viel Empathie. Egal wer du bist, wenn du auf der Bühne stehst, lernst du, dass du auf andere Leute angewiesen bist. Auch wenn du im Mittelpunkt stehst, kannst du im Mittelpunkt stehen, wie du willst. Wenn die Leute um dich herum dich nicht unterstützen, bist du wirklich alleine. Oder wenn du den Tontechniker anschreist, kann das sein, dass er dich weniger unterstützt. Mhm. Es ist wirklich eine Zusammenarbeit und ein gegenseitiger Respekt und eine gegenseitige Empathie. Wir lernen, also jedes Theaterstück, jedes Musical, jedes Konzert hat Dissonanzen. Und aus diesen Dissonanzen entstehen Harmonien. Mhm. Und es ist nachgewiesen, dass es einen Energieaustausch gibt zwischen Publikum und Bühne oder Publikum und Musikern. Dass alle Herzen anfangen, gleichzeitig zu schlagen. Und das ist was ganz Besonderes. Und die Gruppe selbst, die lernen, also in der Arbeitsphase, lernen sie Disziplin, die lernen, miteinander zu arbeiten, sie lernen, Probleme zu lösen. Und sie lernen, Fehler zu machen. Mhm. Und sie lernen, mit Fehlern von anderen umzugehen, ohne sie auszulachen, sondern sie einfach zu unterstützen. Also das heißt, du siehst da zum einen natürlich das tolle Erlebnis, das man hat, auch den Erfolg mit dem Applaus und so weiter, aber auch auf dem Weg dahin, was du eben gesagt hast, dieses Zusammenarbeiten, Kompetenz, Empathie und so weiter, das ist das, wo du sagst, das nehmen die Schüler auf jeden Fall mit dann. Auf jeden Fall. Und ich höre immer wieder, das Schöne daran ist, Leute, die vor 18 Jahren mitgespielt haben, melden sich immer wieder. Das hätte ich auch noch gefragt. Genau, ich habe sogar letzten Sonntag mit einer Schülerin Kaffee getrunken, die in der Ur-Ur-Ur-Ur-Ur-Besetzung war. Mhm. Sie melden sich immer wieder. Also noch einer, der
Wir waren gerade am Proben und er kam aus Göttingen mit seiner Freundin, wollte ihr einfach seine alte Schule zeigen. Wir waren da am Proben, der kommt rein und ich fand das, ja, und der hatte von mir erzählt und von dem Projekt erzählt und war so glücklich, dass er uns ja quasi bei der Arbeit erwischt haben hat. Ja, und sie erzählen immer wieder, 5 Jahre später ist mir klar, was das alles bedeutet. Man lernt, sich in eine andere Situation hineinzuversetzen, eine Meile in den Schuhen eines anderen zu gehen. Ja. Also du verfolgst auch so ein bisschen, was deine ehemaligen Schüler machen. Absolut. Und viele sind auch dann tatsächlich in den Bereich gerutscht? Gar nicht. Gar nicht, okay. Nein, ich habe einige, die Karrieren als Radiopersönlichkeiten machen. Eine, die in Köln ganz, ganz viel im Radio arbeitet. Einer, der in Berlin arbeitet. Zwei sogar. Also einer, der als Komponist arbeitet. Und ein anderer, der Filme dreht. Aber die meisten, also ich habe einen, der Kinderpsychologe geworden ist, mit Schwerpunkt Musik und Theatertherapie. Egal, was sie machen, sagen sie, das, was ich da in der Musical AG gelernt habe, kann ich überall anwenden, wie ich mich präsentiere. Ich war irgendwann im Sekretariat, weil ich was erledigen musste. Die Sekretärin fragte mich, was machst du mit den Kindern? Und die Englischlehrerin war auch gerade in dem Raum. Sie sagte, genau, was machst du mit den Kindern? Die sind anders. Mhm. Ich sagte, ich weiß nicht, was mache ich? Wie sind sie anders? Ich weiß es nicht. Sie drücken sich viel deutlicher aus. Sie sind viel respektvoller. Sie kommen nicht einfach ja, hineingeplatzt und was machen wir? Sie sind einfach anders. Sie verhalten sich anders. Mhm. Jetzt haben die Schüler am Schloss natürlich das Privileg, dass das eine Schule mit Musikschwerpunkt ist. Ja. Würdest du sagen, dass dieser Aspekt in der Schulbildung halt ansonsten ein bisschen zu kurz kommt, wenn man den Kindern da Blockflöte, los Noten pauken, dass das irgendwie zu kurz kommt? Jetzt sind wir bei dem Punkt gelandet, der mich sehr, sehr, sehr betrifft. Die Landeshauptstadt Saarbrücken bietet keine einzige Bühne an für die Schulen. Mhm. Nichts. Also das Schlossgymnasium hat zwar eine Aula zugelassen für 60 Personen oder 80, vielleicht sogar weniger jetzt. Vor etwa 4-5 Jahren wurden die Brandschutzbedingungen verschärft, was völlig in Ordnung ist. Aber dadurch haben so viele Schulen wie Otto-Hahn-Gymnasium, Rothenbühl-Gymnasium, Willy Graf, die haben ihre Musikprojekte, ihre Theaterprojekte eher eingestellt und eingeschränkt, als einen anderen Raum zu finden. Und vor Jahren habe ich mich auf den Weg gemacht, auf die Suche gemacht nach einem Raum für alle Schulen, weil ich immer wieder gesehen habe, die Situation ist in allen Schulen gravierend, also natürlich viel mehr am Schlossgymnasium, weil das Schlossgymnasium mehrere Orchester hat und 2 Big Bands und Chöre und das Theater, die Musical AG und die Percussion AG und Tanz AG. Die haben einfach vermehrten Bedarf. Und ich habe damals mit der Charlotte Britz darüber gesprochen. Sie hat mir eine Liste von allen Möglichkeiten im Regionalverband gegeben. Wir haben alles durchtelefoniert, vom Staatstheater über Universität, über Musikhochschule, Dudweiler, Brebach, Burbach, also wirklich Sulzbach, alles, Scheid, alle Theater besucht, Schlosskeller. Und aus diversen Gründen waren sie einfach nicht geeignet, standen uns nicht zur Verfügung. Und ich bin heute noch auf der Suche nach einem Raum. Im Moment, wir waren zuerst in der Aula und dann in der VHS. Beide Räumlichkeiten sind überhaupt nicht geeignet. Joachim Arnold vom Zeltpalast Merzig hat uns großzügigerweise als Notlösung
das Zelt zur Verfügung gestellt. Wir sind dieses Jahr in Quierschied in der Kulisse, auch ein wunderschöner Raum, eine wunderschöne Bühne. Aber die Schulen in Saarbrücken haben kein Zuhause. Mhm. Und ich plädiere immer wieder dafür, dass die, ja, dass die Landeshauptstadt irgendein Zuhause aufbaut mit einer Technikausstattung, die den Schulen zur Verfügung steht. Mhm. Gucken ja auch heute alle zu. Und welche Anforderungen bitte, habt ihr denn? Bitte, bitte, bitte. Ein Theater mit einer Bühne, mit Seitenbühnen. Es muss nicht so groß sein wie das Staatstheater natürlich, aber so eine also so eine technische Ausstattung, die für kleine Musicalproduktionen, für Musicalproduktionen geeignet wäre. Sowas wie die Feuerwache wäre sogar total interessant, weil das ist zwar eine blanke Fläche, aber man kann so einen Kasten bauen, wie man braucht. Man kann so eine Seitenbühne bauen, wie man braucht. Und ich glaube, da sind 240 Sitzplätze. Das würde auch reichen. Mhm. Für alle Schulen. Also, liebe Stadt Saarbrücken, ihr habt es gehört. Bitte, bitte, bitte. Und das ist nicht nur, wie soll ich sagen, für die Schüler gut, auch für die Zuschauer. Denn ich habe auch mal die Big Band, die du eben angesprochen hast, mal gesehen. Das war wahnsinnig gut. Also, die sind fantastisch, ja. Genau. Und es geht wirklich nicht um mein kleines Projekt. Mhm. Es geht darum, dass diese Musikprojekte an den Schulen einfach absolut notwendig sind. Ich habe auch kurze Projekte an der Rasbachtal-Schule gemacht. Mhm. Und gerade da, das ist eine Brennpunktschule. Und ich sehe, wie wichtig diese Arbeit ist. Man lernt auch dadurch Inklusion. Und gerade im Moment brauchen wir Inklusion. Mhm. Und durch Musik, durch Bewegung, durch Zusammenarbeit, nicht durch Sport, weil, wie gesagt, es gibt Gewinner und Verlierer. Mhm. Wo jeder, also ja, es kann vielleicht nicht jeder singen, nicht jeder tanzen, aber vielleicht hat man Interesse dran, die Tontechnik zu machen. Mhm. Ja, man ist technisch begabt oder man will so ein Bühnenbild bauen. Mhm. Und am Ende des Abends, ich sehe es an den Eltern, die auch nicht musikalisch sind vielleicht, aber die sehen, das Bühnenbild habe ich mit aufgebaut. Mhm. Die sind stolz darauf. Auch die Schüler, die mithelfen. Hey, das habe ich gemacht. Mhm. Okay. Ich finde es toll, ja. Jetzt müssen wir nur unsere Stadt überzeugen, die Feuerwache zur Verfügung zu stellen. Ah, die Feuerwache nicht. Also das ist Staatstheater. Ja. Etwas wie die Feuerwache. Etwas wie die Feuerwache. Etwas wie die Feuerwache. Okay. Für alle Schulen. Okay. Kriegen wir hin. Kommen wir nochmal auf dich zurück. Unsere schöne Sendung hier, die ist auch so ein bisschen entstanden, während der Corona-Krise. Da habe ich an dich noch eine Frage, das habe ich gestern gesehen in der Vorbereitung. Du hast zusammen mit dem Pianisten Manuel Krass, haben wir eben gesprochen, in der Illinger Ellipse genau. Im Januar ein einstündiges Konzert gestreamt, ohne Publikum. Ich habe mir das gestern ganz angeguckt, es war sehr schön, aber es gab keinen Applaus. Wie hast du dich dabei gefühlt? Das war das zweite oder dritte Streaming-Konzert. Also da war ich ein bisschen geeicht. Mhm. Das erste Streaming-Konzert war im Dezember. Das war ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Wie ich eben gesagt habe, es gibt ein Geben und Nehmen zwischen Publikum und Künstler. Das hat mir wahnsinnig gefehlt. Mhm. Zum Glück hatte ich den Manuel dabei, also wir konnten unter uns kommunizieren. Ja. Ja, aber das also diese Energie, die man zurückbekommt, fehlt. Und die fließt jetzt hoffentlich wieder. Und wir haben eben kurz ein aktuelles Projekt angedeutet, ein Zeltpalast, was demnächst startet. Ich glaube Mitte Mai irgendwann. Wir haben die Premiere am 11. Mai. Am 11. Mai. Vielleicht kannst du das kurz nochmal anreißen, um was es da geht. Sehr gerne. Das ist die Musicalproduktion Jekyll und Hyde nach dem Roman. Wir haben das letztes Jahr draußen neben dem Zeltpalast gespielt. Dieses Jahr
vertrauen wir dem Wetter nicht so ganz. Wir sind in dem Zeltpalast drin, das heißt, man braucht nicht unbedingt eine Jacke, um das Stück zu genießen. Jekyll und Hyde, wir spielen von dem 11. bis 21. Mai. Also wunderschöne Musik, nicht jugendfrei, muss man sagen. Ich meine, die Geschichte ist auch nicht jugendfrei. Das ist ein Mann mit einer gespaltenen Persönlichkeit, die vorweg spielt. Ja. Gut, also auf jeden Fall Termin vormerken. Es ist bei uns große Tradition, dass jeder Gast eine Sache mitbringt, ein Ding, etwas, was ihm was bedeutet oder was wichtig ist. Was hast du uns mitgebracht? Da ich ewig lange vor meiner wunderbaren Musical-AG geschwärmt habe, habe ich ein wunderschönes Buch mitgebracht, das eine Mutter zusammengestellt hat. Sie hat während der Probenzeit immer wieder so schöne Making-of-Bilder gemacht und bei der Generalprobe ganz tolle Bilder gemacht. Und ich habe das Buch mitgebracht, das sie zusammengestellt hat. Und das ist das, The Wiz. The Wiz ist die Funk-Soul-Version von Zauberer von Oz aus den 70ern. Es gibt eine Filmversion mit Michael Jackson und Diana Ross. Die total abgefahren ist. Übrigens, wir machen immer Musicals, die on Broadway gelaufen sind. Ja. Ich mache keine Kindermusicals, weil das sind keine Kinder. Also die sind zwar von der 5. bis zur 11. Klasse, aber die sollen ernst genommen werden. Und sie sollen erwachsene Geschichten erzählen. So. Und das ist quasi ja unser Making of. Man sieht die Arbeit, die dahinter steckt. Die Moms, die Kostüme bauen. Das ist eine Probe. Und man sieht, wie lebendig sie sind, schon in den Proben. Man sieht schon die Freude an der Arbeit. Da sind Dads, die gerade das Bühnenbild aufbauen. Da ist unser Tontechniker, der arbeitet, der guckt sich das eine Probe an, mehrere Proben, um Notizen zu machen, was er so vorbereiten muss. Aber konntet ihr das jetzt schon zum Beispiel oder hat er das dann während der Produktion gelernt? Der hat es in der Produktion gelernt. Wir haben auch eine Technik, eine begleitende Technik-AG. Und an dem Abend der Vorstellung, also wir spielen 6-mal. Und an den Abenden der Vorstellungen sitze ich ganz hinten, ich mache gar nichts. Also ich arbeite so, dass ich völlig überflüssig bin. Es sind nur Schüler an der Tontechnik, nur Schüler auf der Bühne und wenn es geht, nur Schüler in dem Orchester. Das heißt, ein Schüler leitet das Orchester. Okay. Ja. Und wir sitzen hinten. Genießt. Mein Kollege Matthias Ernst und ich sitzen und fiebern mit der ganzen Truppe. Genau, da ist... Da sind meine Techniker, die sind inzwischen schon weg, die haben Abitur gemacht. Genau, und ganz viel Arbeit, ganz viele Proben das ganze Jahr. Und irgendwann nimmt das Form, die Kostüme sind fertig, das war, glaube ich, eine Generalprobe, das Licht ist noch nicht ganz. Und nach der Generalprobe... machen wir einen tollen Grillabend. Genau, und das ist ja das ganze Bühnenbild. Die Schüler bauen die Bühnenbilder auch um während der Vorstellung. Also diese Umbaupausen proben wir auch. Wie viele Menschen waren jetzt da beteiligt? Also Eltern und... Also es sind etwa 50... Schüler insgesamt sind meistens so zwischen 25 und 30 auf der Bühne. Die Band 10 und dann noch mindestens 5 Tonlichttechniker. Und dann noch, ich glaube, wir haben 6, 7 im Bühnenbildteam, noch 7 oder 8 Frauen, also Kostümteam. Und dann noch
4, 5 Helfer hinter der Bühne. Mhm. Also es ist schon eine Truppe. Mhm. Genau. Ja. Smaragdstadt. Genau, und man sieht schon die Leidenschaft, die Freude. Da vielleicht nicht, die sind alle traurig. Ja. So sieht's aus. So sieht's aus. Ja. Große Produktion auf jeden Fall und ein großes Projekt auch für alle Beteiligten, für Eltern, Schüler, ja, und die Schule an sich natürlich. Also vielen Dank für das nette Gespräch, Suzanne Dovalleby, und viel Erfolg künftig mit den Projekten. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns im Mai. Yes.